Sehr geehrte Damen und Herren, es ist vollbracht. Die Genophage ist geheilt und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ja, wie schon gesagt, die Genophage ist geheilt. Es gab aber ein ziemlich großes Opfer. Mordin hat sein Leben dafür gelassen. Dafür stehen jetzt auch die Kroganer komplett hinter unserer Sache. Dafür die Salarianer wiederum nicht. Bis auf den Ratsherrn. Also der salarianische Ratsherr, der vertraut mir noch und alles mögliche, liegt aber auch nur daran, weil ich ihn schon mal das Leben gerettet habe. Nun gut, so viel dazu. Jetzt sind wir wieder auf der Normandy und haben erstmal ein Gespräch mit Hackett. Jetzt bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Du wolltest mit mir sprechen. Naja, gut. Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Okay, das finde ich etwas seltsam, weil in der letzten Folge hieß es, dass Admiral Hackett auf der Leitung ist. Aber, naja... Wie man sieht, wollte er uns anscheinend doch nicht sprechen. Naja, egal. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Erdn und Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Hört sich gut an. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Ja, das klingt ziemlich gut. Was ist mit den Salarianern? Was ist mit den Salarianern? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von SDG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Das ist auch gut. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die SDG-Jungs kennen die Lage. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Nicht schlecht. Da steht das Militär hinter uns, allerdings die Politik halt nicht. Was ist mit den Rachni dann? Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tiegels. Sehr schön. Sie machen Witze. Sie haben ein Gespür für Massenvernichtungswaffen. Ich glaube... Sie wissen, dass eine oder andere über galaxieweite Kriege... Es gibt keine Probleme mit ihnen? Nein, außer dass sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber ist doch schön, dass sie mithelfen. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loak. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Vorcha heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit. Und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben. Aber es hat sich gelohnt. Okay, das hört sich doch sehr, sehr, sehr gut an. Gut, was macht der Fortschritt gegen die Reaper dann? Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Turianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erdn und Rex hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Zur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Parnak in Ruhe. Die Heimatwelt der Yak. Kann ich ihnen nicht verdenken. Yak haben Zähne. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Das ist doch... Ja... Das könnte durchaus sein. Das ist es, was ich sagen wollte. Aber den Reapern werden wir einen Strich durch die Rechnung machen. Was ist denn mit Volus und Elkor? Was Neues über Volus und Elkor?
Duryana und Krogana haben Truppen zur Volos-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Okay, und die Batarianer? Was ist mit den Batarianern? Sie hatten keine Chance. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batarianer sind Geschichte. Ich konnte die noch nie richtig leiden, aber es tut mir trotzdem leid. Keiner verdient es, von den Reapern, nun ja, assimiliert zu werden. Okay, eine ganz gute Frage. Was ist mit den Quarianern und den Geth? Haben wir was von den Quarianern oder den Geth gehört? In der Nähe der Geth-Grenze könnte es brodeln, aber unsere Infos sind vage. Je schlimmer es wird, desto schlechter wird auch die Informationslage. Alles klar, ich würde sagen, das war's dann. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Aber natürlich. So, kann man nochmal mit ihm reden? Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Nein. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Ich wollte nochmal schauen, ob das überhaupt nochmal geht. Es ist krass, dass es überhaupt nochmal geht. Ja, wie dem auch sei. Wir benutzen jetzt erstmal das Kriegsterminal. Hier haben wir nämlich Krogana gekriegt. Und zwar gleich 830 Punkte. Das ist ziemlich gut. Da haben wir Erdnog Rex mit 30 Punkten. Falls es jemand lesen will, ich scroll es mal schön runter für alle. Dann haben wir die Kroganischen Clans mit 300 Punkten. Sehr gut. Der Erdnog Clan, auch nochmal 300 Punkte. Und Kroganische Söldner mit 75 Punkten, was ja auch nicht gerade wenig ist. Sehr schön, 830 Punkte. Gar nicht mal schlecht. So, außerdem haben wir noch Torianer ein bisschen was bekommen. Die 43. Marinedivision der Torianer. Die 7. Flotte der Torianer. Und das Torianische Technikkorps. Das ist auch gut als angesprungen jetzt. Ja, da ist einiges jetzt dazugekommen. Das hat uns jetzt sehr, sehr weit gebracht. Alles klar. So, dann schauen wir mal, mit wem können wir reden. Wo ist denn der Dings? Ist der Primarch jetzt weg? Nachdem wir diese Quest erledigt haben. Ich meine, dass Rex nicht mehr da ist, ist klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er auch der Primarch weg ist. Ich dachte, der bleibt hier. Na gut. Dann ist er wohl auch weg. Beziehungsweise steht auf der Karte irgendwas drauf. Garrus. Oh, Garrus ist auf der Brücke. Joker natürlich. Und Trainer. Alles klar. Bethany, hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich bin bloß froh, dass die Diplomaten das Schiff verlassen haben. Ein Kroganer und ein Torianer im selben Raum, das muss ja fast in einem Kampf enden. Okay, da haben wir es jetzt offiziell gehört, dass alle beide das Schiff verlassen haben. Commander, Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Ah, alles klar, eine N7-Mission. Die Torianer haben uns Zugriff höchster Freigabestufe auf ihre Kampfdaten gegeben. Ihre Schiffe sind bereits unterwegs, um die Allianzflotte zu unterstützen. Sie haben tatsächlich ein Bündnis zwischen Kroganern und Torianern zustande gebracht? Es ist eine Sache von Commander Shepard zu hören. Ihn in Action zu sehen ist eine andere. Höchste Prioritätsstufe, nicht schlecht. Commander? Okay, hier gibt's nichts Neues. Was haben wir denn hier jetzt, Saat? Wir haben auf jeden Fall die Citadel. Das ist unser nächstes Ziel. Salarianischer Ratsherr befürchtet, dass Ratsherr Odina ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch entlassen haben. Begeben Sie sich zur Citadel und besprechen Sie die Angelegenheit persönlich, alles klar. Außerdem haben wir jetzt eben noch eine N7 Cerberus Jägerbasis bekommen. Admiral Hackett hat Unterstützung bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Landen Sie auf Noveria und deaktivieren Sie die Verteidigung der Basis. Ja, natürlich, das machen wir. So. Da sekundär machen wir als gelesen. Gut.
Sehr schön. Dann wollen wir doch erstmal hier reinschauen. Haben wir E-Mails gekriegt? Ja, tatsächlich. Ihre bedauerliche Entscheidung von Dalatras Lynran. Salariana, wer es auch sonst? Commander, ich bin von Ihrem Vorgehen auf Tuchanka schwer enttäuscht. Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich sieht. Wenn die Reaper-Bedrohung beseitigt ist, sind unsere aller Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxie die wiederersteigenden Krogana aufhalten könnte. Außerdem werden die Krogana mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarianische Union gehört dann zu ihren ersten Zielen. Wenn dieser Tag kommt, Commander, klebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Dies ist ein schwarzer Tag, nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxis. Dalatras Lynran, Salarianische Union. Ja, die ist, das ist klar, dass sie nicht besonders begeistert davon war. Aber was sie schreibt, das glaube ich nicht. Nicht unter der Führung von Rex und von Ivar. Ich glaube nämlich, dass die das gut in die Reihe kriegen, die Krogana auf einer gescheiten Basis, naja, dass das alles auf einer gescheiten Basis läuft, so war das. Babys machen. Von Erdnot Rex. Und ich dachte, es wird schon eine Spam-Mail. Shepard, Babys machen wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Eva ist im Kelfig-Tal, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es nicht mögen, dass ich die Macht mit ihr teile, aber Pech gehabt. Ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Torianer. Die haben nämlich offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Ja, das ist Rex, wie man ihn kennt. Dann haben wir noch beeindruckende Arbeit von General Corinthus. Commander Shepard, als sie auf Manny eintrafen, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es unseren Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Turianer und Krogana gemeinsam einen Reaper-Zerstörer ausschalten, und ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Palavan doch noch gerettet werden. Respektvolle Grüße, General Corinthus Manet-Kommando. Sehr schön. Da sehen sich selbst die Torianer ein, dass es gut war, den Primarchen woanders hinzubringen. Kämpfe noch von Shiala. Sehr geehrter Commander Shepard, ich weiß nicht, ob Sie die Artikel schon gelesen haben. Die Einwohner von Sushop kämpfen wieder, aber diesmal gegen die Reaper, nicht gegen die Geth. Ich bin nicht sicher, ob Sie sich noch an mich erinnern. Sie haben mir auf Ilium geholfen, als wir medizinische Probleme hatten. Der Torianer ist jetzt tot, das kann ich bestätigen. Aber die Sporen in unseren Körpern sind noch da und irgendwie sind wir auch noch alle miteinander verbunden. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wenn wir gegen die Reaper kämpfen, spüren wir uns gegenseitig, handeln wie ein Mann und ignorieren den Schmerz, wenn es sein muss. Ich bin sicher, dass ich nach wie vor indoktriniert bin. Ich erinnere mich an die Stimme der Sauron in meinem Kopf, als ich willentlich als Handlangerin zu den Torianer ging. Aber meine Verbindung zu den Bewohnern von Sushop ist stärker. Sie überlagert die Stimmen der Reaper. Die Situation ist alles andere als perfekt und zudem gefährlich. Vielleicht sollten sich die Kolonisten zu ihrer eigenen Sicherheit trennen. Andererseits kämpfen selbst die Untrainierten mit einem gemeinsamen Bewusstsein so gut wie erfahrene Spezialeinheiten. Wir sind stark. Ich habe ihre Hilfe nicht vergessen und auch nicht, dass sie mich verschont haben. Wir werden Pharos bald verlassen und dann kämpfen wir auf derselben Seite wie sie, Shiala. Ja, ich erinnere mich an sie. War doch gut, dass wir sie beschützt haben damals. Dann haben wir noch ANN-Alarm, neuer Artikel über Reaper. Automatischer Index 6, Pharos. Eine Gruppe von Kolonisten auf Pharos hat eine Verteidigungsstelle gegen herannahende Reaper-Truppen errichtet und so lange gehalten, bis den Zivilisten aus Kolonien in der Nähe die Flucht geglückt war. Die inoffizielle Miliz von Sushop, die angeblich aus Überlebenden eines furchtbaren Geth-Angriffes vor einigen Jahren besteht, hat die erste Landungsversuche der Reaper mit einer militärischen Kompetenz zurückgeschlagen, die man eher von erfahrenen Zügen erwarten würde. Die Kolonien haben nur improvisierte Waffen und etwas Nachschub, der aus einer verlassenen Anlage von Exo Chenny geborgen wurde.
Diese Kolonie ist unsere Heimat, sagte Koloniesprecherin Lisbeth Behan. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und wir sind im Kampf gut aufeinander eingespielt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kolonie vor dem Eintreffen weiterer Reaper-Streitkräfte vollständig evakuiert werden kann. Von Allianz Network, ihrem Informationspartner. Ja, schöne Sachen. So. Ah, Kolonisten von Sus Hope, Kriegsaktivposten erhalten. Ja, so muss das sein. Dann gehen wir doch mal auf die Brücke. Das sollten wir auch Garrus vorfinden. Okay, ich bin dran. Was ist der erste Befehl, den ein Commander der Allianz am Beginn eines Kampfes erteilt? Ich gebe auf. Korrekt. Also gut, mein Großer. Wie nennt man es, wenn ein Turianer von einem schrecklichen Dornenmonster getötet wird? Teambeschuss. Hey, der ist uralt. Den gibt's schon seit Shang-Chi. Man muss die Klassiker respektieren. Wie viele Menschen braucht man, um ein inaktives Massenportal zu aktivieren? 602. 600, um darüber abzustimmen, einen, um die Asari um technische Unterstützung zu bitten und einen, der danach einen Sitz im Rat dafür verlangt. Woran erkennt man, dass ein Turianer keine Munition mehr hat? Er wechselt zu seiner Ersatzwaffe, dem Stock im Arsch. Warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Sie verarschen mich. Das turianische Militär hat einen Witz über mich? Ja, sicher. Ich habe ihn selbst von einem Gefreiten auf Pelavin gehört. Also dann, warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Damit ihre Marines beim Nahkampftraining auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Oh Mann, den müssen Sie unbedingt mal James erzählen. Hey, was ist das größte Problem bei der Behandlung eines Turianers, bei dem in einer Gesichtshälfte eine Rakete eingeschlagen ist? Rauszufinden, welche Seite von der Rakete getroffen wurde? Okay, die zwei sind ja gut. Sehr schön, dass die sich so gut verstehen. Reden wir mal mit Garrus. Ich hätte nie erwartet, dass sich Kogana und Turianer je zusammentun. Selbst die Reaper müssten Angst haben, sie zu provozieren. Mehr als nur ein bisschen. Es tut mir leid um Morden. Ja, er war ein Freund. Er war ein guter Mann. Immer hat er irgendwelche Tests gemacht. Einmal hat er mich mitten in der Nacht geweckt, um zu fragen, wie viele Lebern Menschen haben. Und diese Beule an meinem Ellenbogen. Er sagte, es wäre nur eine kleine Knochendeformation, aber ich bin sicher, er hat eine Sonde reingesteckt. Zum Glück nur da rein. Ich dachte immer, er sei nützlich, aber verrückt. Und dann opferte er sein Leben. Um die Kroganer zu retten. Bestätigt das nicht, dass er verrückt war? Doch. Aber er war einer von uns. Oh ja, das war er. Wir haben jetzt die Kroganer und die Turianer. Wie geht's weiter? Die Kroganer reißen das Ruder auf Pelavin herum. Endlich ist ihre Ballerei mal nützlich. Graben, bis wir Tageslicht sehen, was? Soll mir recht sein. Wie ist das, wenn man weiß, dass die Kroganer auf ewig Lieder über einen singen werden? Ich denke, es wäre eine Ehre. Ja, stimmt. Kann man schon so sagen. Es läuft genug falsch in diesem Universum. Da kann zur Abwechslung auch mal was klappen. Ich war noch nie so hautnah dabei, wenn Geschichte geschrieben wurde. Gut, außer dem Angriff der Sovereign auf die Citadel und die Kollektorenbasis. Aber diesmal war's gut. Hoffentlich hat Rex auf Tuchanka weiterhin das Sagen. Wir sollten ihm einen Vorkoster besorgen. Stellen Sie sich das Gemetzel vor, wenn jemand wie sein Bruder Reef übernimmt. Ja, das wäre überhaupt nicht gut. Ich weiß, wir müssen das Risiko eingehen. Aber wenn dabei nicht meine eigene Welt auf dem Spiel stünde. Das Salarianer-Angebot war verlockend. Ehrlich gesagt, ich habe da echt nie dran gedacht, weil... Ja, es war halt die Genophage und ja, ihr wisst schon. Ich hätte das niemals tun können, ganz egal um welchen Preis. Ich bewundere Sie, Shepard. Sie bemühen sich wirklich, die Galaxie zu retten, ohne dabei andere Völker auszulöschen. So sieht's aus. Ich hoffe, das Glück hält an. Das hoffe ich auch. So. Zwei Ruf gekriegt. Und ja, wir versuchen tatsächlich die Galaxis zu retten, ohne dass irgendein Volk dabei stirbt. Bisher hat's noch geklappt und ich hoffe, es klappt auch weiterhin. Den nächsten Schritt machen wir aber erst in der nächsten Folge dann. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!